Freunde, heute geht es einmal um Classic Data, eine Sachverständigenorganisation, die sich um die Bewertung von Oldtimern, Youngtimern und Liebhaberfahrzeugen kümmert. Da gibt es scheinbar große Unterschiede in der Bewertung. Das macht viele unzufrieden, wie zum Beispiel unseren Porsche-Fahrer Robert Bojuzek aus München. Also, mein Name ist Robert Bojuzek. Ich habe auch einen Porsche 912 und bin auch Group-Mitglied in der 912 Group, Porsche 912 Group Ur-12er. Und hatte im letzten Jahr ein Gutachten gebraucht für mein Fahrzeug, für die Versicherung. Und ging zum renommierten Gutachter von Classic Data in der Nähe von München, das Auto begutachten lassen, war auch soweit in Ordnung. Hab dann zwei Tage gewartet, kam dann das Gutachten und war ich eigentlich enttäuscht, weil die ursprüngliche Meinung allgemein galt, dass der Porsche 912 auch im Preis steigt, und deswegen wollte ich auch das Gutachten machen, weil mein Gutachten war 3 Jahre alt, wollte ein aktuelles, dem Preis entsprechend, wo die Gebrauchtwagenpreise für die 912er auch liegen. Und es kam raus, dass ich aufgrund meines Zustandes, der Gott sei Dank bei 2 Plus lag, einen Preis von 42.000 Euro hatte im Gutachten. Und das hat mich dann schon geärgert. Es gab nämlich Reklamationen von meiner Seite her, ich habe den Gutachter dann nochmal angerufen, und wollte wissen, wie der Preis zustande gekommen ist. Und er hielt mir dann Classic Data Preise unter die Nase, und da stand eben drin, dass für den Porsche 912 nur 37.400 Euro deklariert werden. Und nach langer Diskussion und hin und her war der Gutachter nicht zu erreichen, da am Preis noch was zu machen. Eben aufgrund meines guten Zustands bekam ich dann eben die 42.000, und meiner Meinung nach ist es nicht gerechtfertigt. Das ist natürlich ärgerlich, Herr Bojuzek. Schon im Februar 2015 zeichnete sich ja der Trend ab, 912 steigt. Und auf der Technoklassiker im April gab es den teuersten Porsche für 80.000 Euro. Da gab es kein Auto unter 50.000. Normale mobile.de reinschaut oder allgemein die Oldtimer-Zeitungen auch durchschaut, dass durchaus auch im Jahr 2015, wo ich das Gutachten machen habe lassen, Preise erzielt werden, weit über 50.000, mit einem, ich würde mal sagen, schlechteren Zustand auch als meiner ist. Und es hat ihn überhaupt nicht interessiert, weil er hat nur sich konzentriert auf die Preise, die in Classic Data drinnen stehen. Und da gab es kein Verrücken. Soweit Robert Bojuzek aus München, ein sehr enttäuschter Classic Data Kunde. Und wie unterschiedlich die Classic Data Sachverständigen in Deutschland die Autos, insbesondere den Porsche 912, beurteilen, bewerten, das zeigen die nächsten Beispiele. Die Techno-Klassiker in Essen, die weltgrößte Oldtimer-Messe und Oldtimer-Show. Spätestens hier im April 2015 konnte man erkennen, wo bei den Porsche 912 die Reise hingeht, nämlich nur in eine Richtung, nach oben. Während andere Marktbeobachter die 12er im Juni 2015 schon in der Bewertung angepasst haben, bleibt Classic Data weiterhin bei 37.400 für Zustand 2. Obwohl zum Beispiel bei mobile.de der Durchschnittspreis aller privat angebotenen 912 bei über 51.000 Euro liegt. Für 37.400 bekommt man gerade mal eine Restaurationsbasis. Und bei dieser Bewertung bleibt Classic Data sage und schreibe bis Anfang Februar 2016. So, um den Preisen einmal näher auf den Grund zu gehen, um zu demonstrieren, wie vielfältig die Markteinschätzungen von Classic Data sind, habe ich hier einmal die Autobild Classic, Ausgabe Februar-März 2016, die Autobild Classic, Ausgabe Januar 2016, die Classic Cars, die übrigens immer sehr nah dran war am echten Wert,
Und die Porsche-Fahrer, das ist ein Magazin, was nicht nur klassische Porsche hat, sondern auch die aktuellen Modelle im Inhalt, aber ein Einleger, wo alle Modelle für 2016 aufgelistet sind. Das ist eine relativ gute Markteinschätzung und die schauen wir uns jetzt mal näher an. Anfang Februar werden folgende Classic-Data-Bewertungen veröffentlicht. 37.400 und 46.500 von Autobild Classic. Von der Porsche-Fahrer werden 50.000 veröffentlicht und im Heft gibt es noch einen Artikel. Dort werden 52.000 veröffentlicht. Und schließlich die Classic Cars mit 50.000 Euro Marktbewertung. Und ich sage es nochmal ganz deutlich. Alle Zeitschriften beziehen sich bei ihren Marktwerten auf Classic Data. Ja, wer soll das verstehen? Die Porsche 912 Besitzer sind unzufrieden, wenn der eine ein Gutachten über 45.000 Euro erhält und der nächste über 68.000 Euro. Blickt bei Classic Data selbst noch einer durch? Wir fahren am 6. Februar 2016 zur Bremen Classic Motor Show und wollen die Sache klären. Ja, wir stehen jetzt hier bei Classic Data. Classic Data befasst sich ja mit Bewertung von Oldtimern und von Youngtimern. Neben mir steht Gerd Kurmeier. Und an ihn habe ich natürlich von der Porsche 912 Group eine Frage mitgebracht. Wissen wir, wenn wir die Zeitung Autobild Classic aufgeschlagen haben, da wurde der Wagen mit 37.400 Euro bewertet. Ab heute auf einmal ist er gestiegen auf 46.500. Wurde der Porsche 912 bislang von euch nicht wahrgenommen oder was gibt es da für Gründe? Ich denke mal, durch den allgemeinen Porsche-Hype auch um den 911er hat auch der 912er halt dementsprechend aufgeholt und an Akzeptanz bei der Käuferschicht oder bei den Porsche-Fahrern einfach ist sein Wert gestiegen und dadurch wird er auch mehr gehandelt und ist auch dadurch im Wert gestiegen. Ja. Ja. Jetzt haben wir noch eine andere Zeitschrift heute zufällig gesehen, die Porsche Fahrer. Da ist auch ein Beiblatt gewesen. Da wird er auch von Classic Data mit 50.000 bewertet. Da sind ja schon wieder 3.500 Euro Unterschied. Wie kann es kommen zu diesen unterschiedlichen Bewertungen? Das kann natürlich auch unter anderem, ich weiß jetzt nicht, wie die Drucklegung ist, ob die 2016, also Februar, haben wir jetzt Februar 2016. Kommt denn diese Porsche-Fahrer, die kommt auch es kam heute monatlich raus auch oder kommt die vierteljährlich raus? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gibt es denn hier irgendwo Unterlagen bei Ihnen hier auf dem Messestand, wo man sowas mal einsehen kann? Also wird ja mal interessant sein. Wir haben hier das Kassikata, den Marktspiegel haben wir da. Ja, da können wir da mal reinschauen zusammen? Das wäre toll. Okay, ja. Machen wir das mal. Ja? Ja. Also wenn wir jetzt mal den aktuellen Classic Data Marktspiegel gucken von 2015, 2016, haben wir den Porsche 912. Das Coupé liegt bei 49.800. Mehr wie in den aktuellen Magazinen. Also. Ganz schön raffiniert, dieser Herr Sachverständiger. Er vergleicht den Zustand 1 Preis mit den Marktwerten von Zustand 2. Und Zustand 2 wird allgemein in den Magazinen ausgewiesen. Tja, da haben wir schon wieder einen neuen Preis. War das Absicht oder lag es an der Aufregung? Hören wir mal weiter. Also wir haben jetzt praktisch drei Preise. Wir haben drei Preise und... Ja, aber das ist praktisch die Bibel von Classic Data. Das ist ja erstmal die Bibel, wobei ja hier auch... Wir haben ja die Listen, sind ja tagesaktuell, werden tagesaktuell aktualisiert. Ja. Gut, jetzt ist natürlich nicht jeden Tag ein neuer Preis drin, je nachdem, wie die Bewegung am Markt ist. Ja. Wenn wir uns jetzt hier auf der Bremen Classic Motor Show 2016 umschauen, habe ich bis jetzt noch keinen Porsche 912 zu diesem Kurs gesehen. Die liegen bei 65, 55 haben wir gesehen und der teuerste bis jetzt 90.000. Danach richtet sich Classic Data gar nicht. Erstmal denke ich eher weniger. Also man wird sicherlich dann mal ein Resümee ziehen, man geht rum, guckt die Preise an, ob die Preise, die draufstehen, wirklich erzielt werden. Ja. Sei dahingestellt. Aber letztendlich ausschlaggebend ist auch der Markt bei den Auktionen und was der Markt hergibt, der freie Handel, was der so hergibt. Und dann nimmt man halt dementsprechend dann die Preise, kriegt man die Preise raus. Ja. Guckt Classic Data auch bei Mobile? Ist das auch ein Indikator für die Preise, die bei Classic Data dann in die Bewertung eingehen? Also ich denke ja, Classic Data, was es gibt hier, Classic Trader,
mobile.de, Scout24, auch Scout24, und da wird dann sicherlich irgendwo dann, je nachdem wie viele Fahrzeuge verkauft werden, wo das Angebot ist, wird dann irgendwo, denke ich mal, ein Schnitt gezogen und dann sagt man, okay, so, da liegt gerade die Note mit in der Wertschätzung für die Fahrzeuge. Ja. Prima, das war sehr interessant für uns, auch für jeden Porsche 912 Fahrer. Wir bedanken uns und wünschen dir noch viel Spaß auf der Messe. Ja, danke, werde ich haben. Irgendwie drängt sich der Eindruck auf, dass die Classic-Data-Leute selber nicht mehr ganz durch die eigenen Zahlen durchblicken. Auch Classic-Händler Thomas Bernaschek benötigt Gutachten für seine anspruchsvolle Porsche-Kundschaft. Und auch er war nicht immer mit den ausgestellten Gutachten zufrieden. Classic-Data, würde ich jetzt mal behaupten, ist federführend, was die generelle Markteinschätzung und natürlich deren Beurteilung betrifft, wobei ich ganz klar sage, muss man sich nicht unbedingt auf einen Gutachter verlassen, sondern man kann sich also auch noch mal eine andere Meinung einholen von jemand anderem. Und gerade im Bereich Porsche will ich jetzt einfach mal behaupten, ist das schwierig, jemanden zu finden, der also ein genaues Statement abgeben kann für diese Fahrzeuge, insbesondere für 356er oder früher 11er und 12er Fahrzeuge. Bei Porsche, bei den frühen Autos, sind diese so speziell, dass wir also ganz wenig Leute finden, die sich dann dementsprechend mit diesen speziellen Fahrzeugtypen halt so detailliert auskennen. Das Interview mit Thomas Bernaschek haben wir hier verkürzt gezeigt. Wir haben gemerkt, er hat förmlich nach Worten gesucht. Ist auch verständlich, als Händler ist man ja in gewisser Weise abhängig von den Marktbeobachtern. Da will man sich nicht verscherzen, denn das Auto soll ja möglichst zu einem hohen Marktwert verkauft werden. Und da will man natürlich die Organisation bei Laune halten. Das Gutachten soll möglichst positiv, möglichst zu einem hohen Marktwert ausfallen. Zum Schluss kam dann noch unser Gerd Kurmeier, der Sachverständige von Classic Data, auf uns zu. Er hatte scheinbar selber Zweifel an den Zahlen, die er uns genannt hatte, und hatte im Hintergrund recherchiert. Er wollte scheinbar die Classic Data Ehre retten und präsentierte uns jetzt eine neue Zahl. Weil das Nuro aus dem Laden geht, ist es schon rein. Note 2, 37,4 und jetzt sind wir bei 46,5. Also das ist die Classic Data Bibel, die ist aber leider schon etwas überholt, und das ist jetzt die App von heute. Das ist die aktuelle App von heute. Und heute haben wir den, wie haben wir heute? Das ist der 6.2.2016. Okay. 46,5, das deckt sich jetzt genau mit der Autobild Classic von heute, da habe ich genau 46,5 gelesen. Das deckt sich absolut jetzt mit der App von Classic Data. Ehre wiederhergestellt, alles gut? Ich meine, nein. Auf jeden Fall hat Classic Data im Fall des Porsche 912 dieses Modell vernachlässigt. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten müssen. Ansonsten gebe ich den Tipp, wer mit seinem Gutachten nicht zufrieden ist, der sollte sich nicht scheuen, das mit dem Sachbearbeiter, mit dem Sachverständigen nochmal zu diskutieren. Und wenn alles nichts hilft, auf jeden Fall eine zweite Meinung einholen.